herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem LS19 Öko-Projekt hier auf unserem Biohof. Schön, dass du wieder dabei bist. So, wir machen hier gerade Heu. Außerdem wird gerade gedroschen auf dem anderen Feld. Das Abfahren mit Korsbären so funktioniert wieder wunderbar. Noch keine Störung bis jetzt. Da habe ich übrigens in den Kommentaren gelesen, wie kann man einfach so eine scheiß Mod rausbringen, die nicht funktioniert. Weißt du, wir stellen hier eine Beta-Mod vor, die noch nicht offiziell released ist. Sagen das immer wieder. Und da kommen solche Kommentare von Leuten, vermutlich, die glauben, Code ist das, was hinten rauskommt. Ja? Und das finde ich schade. Das zeigt so ein bisschen auch den Disrespect. Von den Leuten, die einfach dafür sorgen, dass das Spiel geil ist. Und ich habe meinen Beitrag geleistet. Ich habe den Leuten, Damen und Herren von Cosplay eine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Und das könnt ihr auch übrigens, wenn ihr mir dazu stimmt, gerne von mir Grüße da lassen. Link findet ihr auf der Cosplay-Seite. Und dort findet ihr auch immer die aktuellste Beta-Version. So. Sehr schön übrigens dann auch zu sehen, wie dann so Zug um Zug, so diese ganzen Fehler, die einem so auffallen, dann auch dann rausfallen und aufgeräumt werden sozusagen. Und ja, in dieser Folge, wenn es klappt, würde ich gerne die erste Milch verkaufen. Da warten wir gerade noch ein bisschen drauf, dass hier wir noch 2-3,50 Euro bekommen für den Milchtankwagen. Und das wird gleich dann der Fall sein, wenn hier der Drescher fertig ist mit Dreschen. Auf Feld Nummer 2 ist der gerade im Einsatz. Vollautomatisch wird er dann noch abgefahren. Müsste eigentlich ungefähr voll werden. Den letzten Weizen haben wir ins Lagersilo gefahren, weil wir natürlich die Hühner füttern wollen. Und es ist echt Wahnsinn, wie viel die Hühner fressen. Also die fressen irgendwie den Inhalt von so einem halben Wagen leer, habe ich den Eindruck. Und dabei haben wir noch gar nicht so viele Hühner. So. Was ich ein bisschen schade finde, ist, ich hatte eigentlich die ganzen Reichweiten von Tieren und so, ne, wenn die aufploppen und so, das habe ich eigentlich schon auf maximal gestellt, aber trotzdem ploppen die noch relativ spontan auf hier. Also, ich weiß nicht, sieht fast aus, als würde das auch mit dem Patch wieder zusammenhängen. Oder war schon immer so extrem, ich weiß es gerade gar nicht. Lass mich natürlich dann gerne auch eines vom Gegenteil überzeugen. So. Dann würde ich sagen, dann schwaden wir da mal eine Runde. Hallo? Ja, das ist schon ganz schön weit. Können wir schon fast dann. Aber das wollen wir ja nacheinander machen. Das hätte ich gesagt, dann können wir schon mal den Ballenpressen fahren, aber nee. Worauf ich vielleicht noch hinweisen sollte, im Anderson DLC sind natürlich nicht nur die Sachen drin, es sind ja auch noch diese Transportsachen drin und so, die habe ich ja schon mal in einem separaten Video jede einzelne vorgestellt, inklusive Bildern aus der Realität. Mehrwert bei Garderobe. So. Könnte man vielleicht auch drüber nachdenken, das große Feld nochmal zu machen, aber das würde ich dann wirklich auch offscreen machen, weil das habt ihr jetzt ein paar Mal gesehen und ich möchte jetzt immer in jeder Folge jetzt wirklich das gleiche hintereinander machen. Deswegen machen wir gerade das hier nochmal, weil das gerade auch angesagt ist, weil wir uns ja gerade intensiver um die Fütterung der Tiere kümmern. Ja, Tiere füttern, tränken, ab und zu mal streicheln, ist ja auch ganz wichtig. Was laufen die denn auch weg? Das ist ein bisschen eine Sache, die, glaube ich, so man aus der Stadt auch gar nicht weiß. Aber so wieder aus dem Nähkästchen geplaudert. Viele denken ja, okay, da hast du die Kühe, die steckst in den Stall, dann wird dann mal ein paar Mal Stripp, Strapp, Strull gemacht und dann ist der Eimer noch nicht voll.
Und dann kommt der Milchwagen, fährt die Milch weg und das ist im Prinzip alles, was der Bauer machen muss, ne? Dass aber zum Beispiel die Kühe auch nicht unbedingt daran ortsgebunden an die eigentliche Zuweisung von Feldkapazitäten sind, sprich mal gerne auch mal ausbüchsen, weil die irgendwo durch den Zaun durchbrechen oder sonstiges und man dann hinter drei Rindern herrennt, die eigentlich irgendwo oben auf der Weide stehen und eigentlich da ganz friedlich sein könnten und auch genug Futter haben und alles. Das sieht halt keiner, ne? Wenn ich darüber überlege, wir hatten, muss ich mal dran denken, wie schön dieser Gedanke eigentlich war. Wir hatten so teilweise so Felder, die unterm Wald ging dann so ein Weg für die Kühe lang. Da konnten dann die Kühe dann auf ein anderes Feld. Da ging es dann runter bis zum Fluss, wo sie dann was trinken konnten. Sie konnten aber auch durch den Fluss wieder auf ein anderes Feld, was hinterm Fluss lag. Und das war immer irgendwie so spannend, weil wenn man mal spazieren geht, dann guckt man, wo sind sie jetzt, ne? Was machen die gerade? Könnt ihr verstehen? So, das hat hier so eine gewisse Faszination immer. Und ja, manchmal kam es halt vor, dass es hieß, oh, wo sind sie denn jetzt? Ja, und dann läufst du los, dann suchst du die und dann müssen die wieder da, ne? Dann musst du die irgendwie. Und auch Fun Fact, wenn die Mama-Kuh, wenn die schwanger ist, ja, dann gebärt die nicht zwangsläufig innerhalb der Zeit von 9 bis 14 Uhr, sondern auch mal gerne Samstag nachts um 3. Ja? Nur mal so. Das ist immer so das schöne Bild, ne? Oh, die Bauern, die fahren hier mit den großen Treckern rum und allein was das schon kostet, sieht kein Mensch. Okay, das heutzutage wahrscheinlich kann man sich mit Leasing da mittlerweile, je größer man ist, schön rechnen. Das würde ich auch gerne können. Aber ich sag mal so, ne? Das sind so Sachen, die sieht man eigentlich gar nicht. Und ich finde, bei aller Kritik daran, dass die immer größer werden und ich glaube, dass es wertvoll wäre, wieder den kleinen Bauern vor Ort zu haben. Das ist meine persönliche Meinung. Passt eigentlich gar nicht zu meinem politischen Weltbild, aber es ist halt so. Fehlt, glaube ich, in erster Linie auch sehr viel Anerkennung für das Produkt. Die Arbeit, die dahinter steckt. Bei aller ökologischer Überlegung, die man teilweise da reinstecken muss, darf, kann, sollte man das aber auch nie vergessen. Und vor allem, wie unsere Kulturlandschaft aussehen würde, wenn es die Landwirte und die entsprechende Wertschätzung für die Landwirte nicht mehr geben würde. Sind ja auch gerne mal gesagt. Ja, komm, da kommt die Gemeinde und mäht die Felder, ne? Ja, scheiße. Dann will ich sehen. Das glaube ich erst, wenn ich die hier mähen sehe. Obwohl, das sehe ich ja schon mal mähen. Aber nicht auf den Feldern. So. Der Drescher tankt gleich nochmal ab. Eigentlich war ja so der Plan, dass wir jetzt hier mal Milch verkaufen zum ersten Mal. In dieser Folge. Aber sieht im Moment heraus, würden wir nur die Kühe füttern. In Anführungszeichen nur. Ihr habt gesehen, ne? Mischration und so, wie wenig der Balken hochgegangen ist. Also wir haben da jetzt sehr viel zu tun hier auch. Und ich überlege gerade, ob es da möglicherweise Wege und Möglichkeiten gäbe mit das auch zu automatisieren. So. Ich hatte echt, wo ich da gerade auf diese traurigen Siloballen, die da alleine rumstehen, echt so im Hinterkopf, dass wir da viel mehr von hatten. Also der nächste Schritt wäre wahrscheinlich, dass ich jetzt nochmal Silo mache, hinten auf dem Einfeld. Das gefällt mir alles nicht. Das ist alles viel zu, geht zu viel Futter in die Tiere rein für zu wenig Milch. Von der wir wahrscheinlich auch erst in der nächsten Folge wissen, wie viel Geld wir dafür kriegen. Mir nicht vorstellen. Ich kann mich nicht erinnern, dass das so viel war. Aber ich habe so viel geschraubt, auch am Strohpreis wieder und so. Weiß man jetzt nicht, wo da jetzt der aktuelle Stand so ist. Lass uns überraschen. Würde ich mal sagen. Wenn ihr übrigens dieser Artikel 13 Diskussion und weiteren politischen Aus- und Einfällen von mir folgen wollt, auch gerne auf Twitter. Da wird wahrscheinlich in Zukunft häufiger was zu bekommen, weil ich glaube, diese ganze Diskussion hat gezeigt, dass wir da einfach immer mal so ein bisschen bei politischen Themen am Ball auch bleiben müssen. Nicht, um damit zu nerven, aber es sind halt manchmal wichtige Dinge, die wirklich auch
so die Art, wie wir leben, dauerhaft verändern. Und das sollte man auch schon berücksichtigen. Ganz schön langsam das Ganze. Und ich glaube, auch hier wollte ich ja jetzt auf den Klaas-Drescher, aber dann würde ich sagen, dann gehen wir hier jetzt nicht auf den Klaas, sondern hier würde ich dann gerne den großen John Deere dann irgendwann testen noch. Weil die größte Maschine hat jetzt nichts mit Öko zu tun. Darauf wurde ich auch nochmal hingewiesen. So, dann kann der nämlich schon mal wegfahren und verkaufen. Und wir kriegen dann eine leichte Möglichkeit, hier Ballen zu pressen. Sehr schön. So. Damit wäre dann auch die Frage geklärt, wie viel hier rauskommt, wie viel das den Balken wieder voll macht, wenn wir jetzt das dann die Kühe verfüttern. Denn, erinnert euch vielleicht, wir hatten zuletzt, als wir es gemacht haben, das Problem, muss man irgendwo zwischenspeichern. Ah, und genau, wir müssen mal gucken wegen der Miste, es rappelt in der Kiste, wegen der Miste, dass wir Miststreuer auch noch mit einplanen für jetzt kommt ja wieder Garderol Deutsch, Deutsch Garderol, für das Feld zu düngen. Was? Ich hab ja wahrgenommen, dass der ein oder andere Linguistiker in den Kommentaren schon mal unterwegs ist. Der sich dann kritisch mit meiner Wortwahl auseinandersetzt und daraus irgendwelche Dinge liest und so weiter. Und umso lustiger fand ich es, selbst aktiv zu werden und auf Kommentare entsprechend einzugehen, wo der ein oder andere sich dann wiedererkannt und ertappt hat. Stichwort, wenn man mal so den Spiegel vors Gesicht behalten bekommt. Macht nur weiter so, ich finde das toll. So. Na, kriegen wir den genau hier rein? Nee, ne? Da bleibt eine kleine Bahn, wird wieder übrig bleiben, dass sie schon kommen. Ist das übertrieben? Ich weiß es nicht. Ich könnte folgenden Vergleich herstellen. Unser Nachbar hatte, glaube ich, immer so 50 Kühe. Und der ist abends, hat er einen Wagen hier. So ein, ja, ich glaube auch so in der Größe hier. Frisches Gras reingefahren. Das heißt, wenn ich im Moment glaube, dass das viel ist, müsste ich theoretisch für 50 Kühe, und wir haben im Moment 25, das heißt, ich müsste für 50 Kühe jeden Tag einen so Wagen Gras da reinfahren. Oder waren es sogar zwei. Und einen Wagen Silage hat er, glaube ich, auch noch reingefahren. Da sind aber die Landwirte gefragt, wie ist es bei euch? Wie viel Wagen Gras fahrt ihr für 50 Kühe da rein? Das interessiert mich gerade mal wirklich. Wir wollen auch so ein bisschen das am Realen immer mal, ne? Ich bin ja dafür bekannt, dass ich gerne sehr realistisch spiele. So. Ne? So, dann nehme ich hier jetzt ja, den Heu-Dings auf. Dann müssen wir beim nächsten Mal nochmal Gras ernten. Aber das ist echt nicht viel, ne? Die fressen und fressen und fressen, ist echt gewaltig. Mann. Ich wollte sagen mu, aber das, ja. Okay, Leute. Ich fahre zum Händler. Wir kaufen für die nächste Folge ein Milchfass, denn der Helfer fährt gerade unser Getreide verkaufen. Und wenn er Getreide verkauft, heißt das, wir haben gleich das Geld für das Milchfass und eventuell sogar schon für so ein Eiertransportding, aber die Eier sind ja echt langsam. Also da ist ja gerade eine Kiste oder so gespawnt. Ich dachte übrigens, dass die auf so Paletten spawnen, aber die spawnen in so Kisten. Nun ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da ist das Geld. 14.000 in der nächsten Folge dann mit Milchfass. Tschüss.